Liebe Brummifahrer, liebe Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer, ich weiß, was ihr leistet, jeden Tag. Besonders jetzt, wenn es oft zu Staus an den Grenzen kommt oder vor einem Logistikzentrum. Wir haben mit den europäischen Verkehrsministern diese Problematik besprochen, gerade beim Grenzübertritt. Die langen Staus sind nicht Europa, sie müssen gelöst werden. Und deswegen habe ich gerade mit unseren europäischen Nachbarn geredet, dass schnellstens hier Abhilfe geschaffen wird. Gerade an der Grenze zu Polen haben wir ein Riesenproblem, das jetzt abgemildert wird durch die Entscheidungen in Polen, Gott sei Dank. Aber das ist noch nicht die Lösung, sondern wir brauchen Beschleunigungsstreifen für die Güter des täglichen Bedarfs, für Medizingüter, für Tiertransporte, für alle, die schnell durch müssen und vor allem eine zügige Abfertigung für alle anderen. Wir können uns keine Flaschenhälse leisten, sondern wir müssen eine stabile Grundversorgung für Deutschland garantieren. Ich weiß, dass es Entscheidungen gab in den Mitgliedstaaten, die dazu geführt haben, dass wir echt Engpässe haben. Und das müssen wir auflösen. Daran arbeiten wir sehr intensiv. Sie können sich sicher sein, wir sind eng zusammen mit den Verbänden des Güterverkehrs und der Logistik. Wir tauschen uns täglich aus. Wir müssen Lösungen finden, ja. Und diese Corona-Krise erfordert alles. Und deswegen möchte ich mal Danke sagen für euren Dienst, für eure harte Arbeit, die ihr nicht nur in dieser Krise macht und das mit erschwerten Bedingungen, sondern übers ganze Jahr. Ich weiß die vielen Kommentare, ich weiß die Ungeduld, aber wir arbeiten ganz, ganz hart daran, dass wir Ihre Arbeit erleichtern, dass wir dafür sorgen, dass Sie Ihre Arbeit machen können für Deutschland, für Europa und für die Bürgerinnen und Bürger hier in unserem Land. Herzlichen Dank dafür und alles Gute, eine unfallfreie Fahrt, bleiben Sie gesund.